Wärme hat mir geholfen, ohne zu zahlen gegen Kalkschulter. Ne? Der Schmerz kommt nicht von der Kalkschulter. Studien zeigen eben auch, ja, dass der Schmerz gar nicht von der Kalkschulter kommt, sondern eine ganz andere Ursache dahinter steckt. Dass der Schmerz daher rührt, dass die muskulären Spannungen rund ums Schultergelenk zu hoch sind, das deformiert die Schulter und führt dazu, dass der Schulterkopf auch immer weiter Richtung Schulterdach gezogen wird und sich auch diese Kalkablagerungen bilden. Also an sich macht der Kalk nicht die Schmerzen. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn du mal eine Kalkschulter hast und vor allem dir Wärme hilft, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass deine Schmerzen auch aufgrund der zu hohen muskulären Spannungen kommen. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie schlimm diese zu hohen muskulären Spannungen rund ums Gelenk sind. Es kommt zur Einklemmung der Nerven, es kommt zu Abnutzungserscheinungen und so weiter. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Ich bin darauf spezialisiert, über die erweiterte Periostmassage diese muskulären Spannungen runterzusetzen. Meistens ist es auch so, dass die Patienten direkt nach der Behandlung eine deutliche Schmerzreduktion spüren. Wenn auch du Interesse hast, diese ganzen Spannungen, diesen ganzen Druck von deinem Schultergelenk herauszunehmen, auf eine ganz natürliche Art und Weise, dann bin ich super gerne für dich da.